Hallihallo Leute, willkommen zurück bei Terraria, wo ich mittlerweile ein bisschen Plan habe, was ich als nächstes machen will. Ich werde wahrscheinlich auf Dauer doch darauf umsteigen, auf... Wenn ich noch bessere Heiltränke? Ein... Wow. Da ist welche. Darauf umsteigen, doch Fernkampf zu benutzen. Vermute ich mal. Und werden dazu ein bisschen was machen, um Items zu kommen. Ich bin mir durch eine Warnung von einem von euch drauf gekommen, wo mir gesagt wurde, Doc, diesen Schlüssel packt ihr nicht in deine Kiste dort. Der wird deine Leute umbringen. Und ich dachte, nee, das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe mir das Ding mal genau angeguckt, festgestellt, der kann was. Was ziemlich cool ist, erstmal räumen wir diese ganzen Kramsteine hier weg. Das ist ja schön. Hätten die alle hier stehen lassen. Ja, wie gesagt, ich überlege auf Dauer doch auf Fernkampf zu gehen. Weil der wohl für viele Sachen besser ist. So, wir packen hier eine einzelne Kiste hin. Und wenn man nämlich diese Schlüssel, es gibt auch noch einen Lichtschlüssel, in eine Kiste tut, tut er genau das, nämlich dort eine Mimik rausspawnen. Hätte ich vielleicht ein bisschen besser koordinieren sollen. Gott, kann der hochspringen? Das hätte ich mir tatsächlich besser überlegen sollen. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass das so instant passiert. Und jetzt ist mir schon wieder das Mana alle. Deswegen überlege ich tatsächlich dann auf Fernkampf zu gehen. Mana lade ich auf. Shit. Ja, ich hab's verkackt. Das war tatsächlich schlecht vorbereitet. Ich dachte tatsächlich, also ich hätte so verstanden, dass ich den Dinger falsch verstanden. Ich dachte, die spawnen mit der Zeit Mimics. Ja, war nicht gut von mir. Und dann will ich jetzt aber trotzdem erstmal die Tombstones da unten wegräumen, weil die sind nämlich nervig. Und mir währenddessen überlegen, was ich noch alles mitnehmen sollte für den Kampf. Auf jeden Fall sollte ich zusehen, dass ich irgendwoher Mana Potions bekomme. Und warum kann ich dich nicht abbauen? Wahrscheinlich von einem Anzeigefehler, dass der da noch rumliegt. So. Zum Glück haben wir die recht schnelle Löschmöglichkeit, weil wir die alle erstmal weg sind. So. Dann holen wir uns doch mal ein paar Tränke mit, die wir dafür brauchen werden. Und müssen uns dieses Ding natürlich nochmal neu machen. Zum Glück habe ich hier noch welche davon. Die können nämlich ziemlich coole Dinge droppen, so wie ich das verstanden habe. Deswegen will ich die ausprobieren. Potions. Was brauchen wir so alles? Was haben wir so alles? Regeneration klingt gut. Da habe ich meine ganzen coolen Potions. Waterwalking? Nein. Nikon? Nein. Danger Sense? Nein. Haufen Suspicious Looking Eyes brauchen wir auch nicht wirklich. Habe ich auch keine Mana Potions mehr? Das können wir mitnehmen. Spelunke brauchen wir nicht. Archery brauchen wir irgendwann dann mal, aber nicht jetzt. Können wir uns vielleicht noch Mana Potions machen? Nein, aber wir können den ganzen Rest hier machen. Was brauchte ich denn für Mana Potions? Guide, wo bist du? Weil ich glaube fast, dass ich da am besten die Sterne mitnehmen kann, um mir das anzugucken. Guide, wo bist du? Wo solltest du denn sein? Sehe ich hier überhaupt einen Guide? Oh, schlecht. Ich Pech habe, ist der noch nicht wieder nachgespawnt. Sie sind nicht hier nachgespawnt. Das ist ganz schlecht. Dann müssen wir uns da ganz dringend mal drum kümmern. Hm. Noch dringender als die Dinge. Halt, das wollte ich eigentlich nicht. Naja. So. Dann legen wir doch hier oben einfach nochmal eine Etage drauf. Der kann da nicht bleiben. Und
und können dann, nee, das ist auch nicht, hier nochmal ein paar Wohnungen machen. Wie gesagt, überlegen auf Fernkampf, weil ich mag Fernkampf ja generell. Und ich bin mir echt nicht sicher, ob ich hier die nächsten Kämpfe mit Magie schaffe. Es scheint tatsächlich so, dass für die meisten Sachen Fernkampf einfach deutlich am stärksten ist. Was schon fast ein bisschen schade ist, dass man damit Magie nicht so gute Karten hat. Weil man einfach nur das Mana ausgeht. Gefühlt immer. Und wenn man Mana-Portions nimmt, hat es halt den großen, großen Nachteil, dass man erstmal nicht mehr so viel Schaden macht. So, ihr dürft direkt weg. Ich sammle nicht gerne Grabsteine. Ich könnte eigentlich mal. So, dann geht das nämlich deutlich besser. Das ist das gleiche, wie man, wenn man das mal abbauen, Linksklick machen kann, kann man das halt hier zum Platzieren auch. Und dann guckt ihr halt, wo er hier Wände hat und macht das da halt vernünftig. Automatisch quasi. Ich kann jetzt einfach gedrückt halten. Da war noch einer. Er geht aber halt netterweise auch nicht aus den Wänden raus, was das halt wirklich praktisch macht. So, ihr könnt wieder beiseite. Wir brauchen mal ein paar Tische und Stühle. Holz haben wir hier drin. Crafting-Orientierung. Türen, Tische, Stühle brauchen wir. Drei davon. Drei davon, so. Weil es kann sein, dass der Guide halt einfach beim Dungeon gespawnt ist, weil da ja auch noch ein Raum ist. So, jetzt haben wir das Suitable Housing. Jetzt gucken wir mal, wer ist denn da unten der Pirat ist da. Den brauchen wir ja eigentlich nicht in der unten. Dafür soll dann der Guide bitte schön wieder dahin, denn den brauchen wir hier. Hilft mir aber nicht dabei weiter, dass er jetzt noch nicht da ist. Oh, wir hatten nur eine Flasche. Hier noch Sand, ja. Es waren ein paar mehr Flaschen, weil ich glaube, diese Star in a Bottle ist tatsächlich auch keine so doofe Idee zu haben. Die geben nämlich auch nochmal Boni. Den Sand behalte ich jetzt nicht. Deswegen will ich mir davor ein paar machen und dann gleich mit hinhängen. Healing Potions. Hilft mir alles nicht weiter. Tja, da muss ich wohl so damit zurechtkommen. Also brauchen wir noch eine kleine Kiste. Wo wir den reinkommen können. Und wir sollten das Ding nochmal benutzen zur Sicherheit. Und wir sollten hier zuerst das Auge wegballern. Dass nicht mehr auf den Senkel geht dabei. Mal schauen, ob ich die Lampen hier so einfach dranhängen kann. Hm? Nee, nicht wirklich. Hier sind wieder Geister. Denn die geben hier Increased Mana Regeneration, was natürlich ziemlich sinnvoll ist. Finde ich zumindest. Slime Sonic Monster Sky. Jetzt geht das schon wieder los. Ich habe schon, ihr merkt schon, ich komme halt einfach zu nichts, weil hier jetzt einfach nur andauernd Schleim vom Himmel fällt. Und andere Dinge, das ist einfach andauernd etwas passiert, was dafür sorgt, dass ich einfach nicht wirklich dazu komme, das mit hinzubekommen. Mann. Wobei uns unter Umständen Slime Falling from the Sky, ja, die machen halt schon Schaden mittlerweile im Expert Mode. Deswegen sollte ich die nicht auf die leichte Schulter nehmen. Andererseits könnte ich die halt nutzen, um halt die Kurateralschäden quasi mitzutreffen und darüber zu regenerieren. Ich denke, das probieren wir mal. Die Truhe springt hier einfach hoch, da war ja was.
Ich einfacher Witz habe ich jetzt auch nicht. Zumindest nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Die Slimes sind dann doch ein bisschen viel. Hm. Mich in Ruhe, du Scheißvieh. Wie viel haben wir dich? 4000 was? Es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, wenn wir es ohne Slimes gemacht hätten und dann unsere Feuerdämonen mehr an der arbeiten könnten. Zum Glück droppen hier momentan ein paar Mana-Kristalle. Das hilft echt gut weiter. Leider kann ich auch noch nicht wieder einen Heiltrank benutzen. Jetzt aber, und das bringt uns wieder Polster. Was gut ist, auch die dürfte nicht abhauen, wenn es dunkel wird. Ja, wenn es hell wird oder so. Was auch immer. Treff auch. Ich glaube, wir haben sie. Nein, sie ist nur in so einen Zustand gegangen. Gut, dass wir da nicht zu direkt drauf losgegangen sind. Weil ich mir dachte, yay, Rewards, aber wir leben noch. Wie viel hatten die noch? Das kann doch nicht mal so viel sein. 176 oder so? Und da war ein Mana-Kristall, jetzt können wir wieder schießen. Wir haben sie. Sweet. Sie hat irgendwas gedroppt. Außerdem können wir uns jetzt wieder nur um die Slimes kommen. Es gibt neben der Dark Chest oder Corrupted Chest, die ich jetzt hatte, gibt es auch eine Crimson Chest, wie man halt bekommt, wenn man Crimson Souls sammelt. Und es gibt eine Light Chest, an der ich halt Interesse habe noch, weil die eine sehr, sehr gute Fernkampfwaffe droppen soll. Deswegen ich die dann einfach noch haben will. Und am besten halt... hallo Slime King. Schön, dass wir darüber reden. Zum Glück ist der jetzt nun beim besten Willen nicht mehr so stark. Aber ich werde eh noch, bevor ich dazu komme, Fernkampf zu nutzen, eh mir das Fernkampf-Equipment organisieren müssen. Sprich, so diese Sachen von der Wall zum Beispiel, die braucht man dafür eigentlich ja schon. Nicht kleiner schrumpfen. Sterben ist das Programm, mein Freund. Sterben, yay, wir haben ihn. Er ist jetzt nicht der erste, den ich davor besiege, aber yay, wir haben ihn. Ich will auch überlegen, ich habe ja schon mal einen besiegt und habe dadurch dieses Ziel des Slimes eigentlich angegriffen. Ich will für einen Moment überlegen, ob ich nicht, wenn zu einer Slime-Invasion mich einfach hinstellen soll und das anmachen soll. Aber tatsächlich finde ich es cooler, gegen die zu kämpfen. Und das ganze Zeug mit so einem Traveling Merchant zu halten. Okay, da müssen wir hin, mit dem müssen wir reden. Wo steckst du da oben? Denn der hat immer wieder verschiedene Sachen, die sich uns weiterhelfen könnten. Code One, das kennen wir noch nicht, kaufen wir. Magic Hat kenne ich noch nicht, kaufen wir. Winter Cape kenne ich noch nicht, kaufen wir. Sake kenne ich, dich kenne ich. Da haben wir das Red Cap her und ein Paint Spray, den habe ich auch schon, okay. Das hat immer so ein, okay, wir wollen möglichst viel Zeug von ihm haben. Dann jetzt plündern. Wir kriegen mehr Teile der Ninja-Rüstung. Das nochmal, die Spitfire und die Slime Hook. Die haben wir, glaube ich, auch schon. Die habe ich momentan sogar drauf, sehe ich gerade. Die hat noch eine gute Reichweite, richtig. So. Ich glaube, dich hatte ich schon mal. Ich will mal schauen, was wir hier so eingelagert haben davon.
Nein, ich will nicht mit dir reden. Geh da weg. Na, also. Wir legen den hier auf jeden Fall mal mit rein. Wenn wir gerade Platz haben und den Hut auch. Hatte ich nicht die Ninja-Rüstung schon irgendwo reingetan? Ja, da. Da will ich jetzt prinzipiell ein volles Ninja-Kleidungsset. Und hier oben auch noch ein paar Items. Da packen wir den Rest jetzt einfach dazu. Chain Gun. Schon mal. Was? Melee Damage. Knockback, aha. Was ist das für eine Waffe? Okay, cooles Ding. Kettenguillotine. Ja, cooles Ding. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die richtige Waffe für mich ist. War ja cool. Pigel kommt gleich noch woanders hin. Fackeln können weg, weil brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Wir können euch eigentlich hier lassen. Stimmt, Eisen brauchen wir auch nicht. Ist die Frage, was mache ich mit der Guillotine? Weil die ist cool, aber sie ist nicht so die Art von Waffe, die ich benutze. Ich packe mir die mal hier mit rein. Nehmen die weißen anderen Dinge, die hier schon lagern. Du kannst vor allem mal woanders hin. Die brauchen wir nämlich garantiert gar nicht mehr. So, das haben wir zum Beispiel schon mal wieder geschafft. Leider noch nicht die Waffe bekommen, die ich davon gerne haben will. Aber dafür können wir das Ganze ja nochmal machen. Solange ich noch Dinge habe. Und hier die Potions wieder mitnehme. Wo sind die hin? Habe ich die falsche Truhe reingetan? Geh da weg, du Nase. Weg, habe ich gesagt. Mann. Ja, ich habe sie in die falsche Truhe getan. Wow. Wir nehmen die guten Potions jetzt davon auch schon mit aus. Wir haben hier auch gerade Mana-Potions, die ich nutzen kann. Und das, was ich hier drin habe? Nee, mir scheint nicht so. Die Basis-Potions haben wir alle. Die leichten Heiltränke kann ich eigentlich hier drin lassen. Die brauchen wir nun wirklich nicht. Also können wir das nochmal verlängern. Und einmal kann ich mir den Schlüssel noch machen und das ausprobieren und hoffen, dass wir da noch was Cooles bekommen. Na, oder Fernkampf oder Magie wäre super. Und theoretisch gesehen können wir ihn halt auch einfach. Weiter oben spawnen, weil er kann ja hochkommen. Das Gute ist, ich habe jetzt zwar nicht mehr so viel Mana-Regeneration, aber. Hey, kommen wir raus. Mir passiert es ja nicht so leicht, dass ich in irgendwelche Beiwerke reinspringe. Schon mal heilen. Getroffen. Okay, das war sie. Das Gute ist, dass ich noch das Item habe, was mir dann Mana wiedergibt. Jetzt rannte sie in die andere Richtung. Ich habe das tatsächlich übersehen. Grau-Slimes, aha. Grün-Slimes. Entschuldigung. Ist ja gar nicht grau. Ich muss noch 5 Sekunden auf jeden Fall überleben, dann kann ich wieder einen Heiltrank nutzen. Dann haben wir genug Polster, dass wir wieder einmal getroffen werden können. Aber wir haben sie auch schon fast. Wenn ich hier nicht fliegen könnte, wir wären schon so lange tot. Mir scheint sie das gleiche nochmal gedroppt. Frech. Ich hatte auf etwas Cooles Neues gehofft.
Aber die Items sind halt ungefähr so 25% Rockshanks. Was halt jetzt auch nicht die Welt ist. So. Ein paar Items habe ich noch. Weil meine nächste mutige Idee ist, mich jetzt wieder an die Wall of Flesh machen. Denn die lebt ja auch immer noch. Wieder, wie auch immer. Forschens haben wir noch. Und wir haben ja noch rechtlich Guide Dolls. Und wie gesagt, ich hoffe mir, ich sollte mich vorher noch vernünftig an der Nurse heilen. Mein Ziel ist halt, dass ich damit dann die Mana-Varianten-Items noch bekomme. Die Mana, die Fankampf-Variety-Items halt noch bekomme. Die Sachen für die, also das Seal zum Beispiel und halt die Gun auch wenn ich die nicht so cool finde. Aber haben sollte ich sie ja halt trotzdem. Und dann halt mal schauen, dass ich ich sollte mir Lichtsiegel holen und Ton machen, denn die geben tatsächlich wohl richtig gute Fankampf-Waffe, wie gesagt. Wie man dann eigentlich wohl haben will. Da ist der Ghost noch aktiv. Das hätte ich mir nochmal verlängern können, aber ich hoffe einfach mal, dass es reicht. Und wie gesagt, sie müsste jetzt ja nicht leichter werden, weil wir haben jetzt ja bessere Waffen und eine bessere Rüstung, die mit besseren Mana-Buffs gibt. Das heißt, rundherum alles, was wir brauchen eigentlich. Sicherheitshalber anhalten, auch wenn wir das normalerweise nicht mehr brauchen, aber damit ich mich sicher fühle. Weil wir haben jetzt zwar bessere Items, aber in der Hölle rumrennen ist halt immer noch riskant. Die Gegner sind halt immer nicht ganz ohne. Also kann auch schief gehen. Ich kann mal mitnehmen. Oh, der hat noch eine Dolph für uns. Die sollten wir natürlich auch versuchen zu bekommen. Dass wir das dann immer wieder mal machen können. Im Endeffekt kann ich den halt dann auch in Ruhe alleine farmen. Aber ich will das halt einmal mit euch machen, dass ihr das nochmal seht. Euch daran bespaßen könnt. So, hier haben wir mal angefangen. Buffs haben wir einen Großteil noch aktiv. Oh ja, da haben wir noch gut Schaden. Ich will auch überlegen, ob ich vielleicht die Funken nutzen will, damit wir dann darüber mehr Durchschlagschaden an denen machen. Aber ich glaube, die Gun ist schon sehr gut dafür. Jetzt können wir wieder auf den unteren gehen. Ja, schon fast die Hälfte, solange wir hier treffen, ey. Krasse Sache, das. Das geht gerade echt gut. Meine, der wird jetzt ja gleich dann einfach in diesen War We Go Ham Mode gehen. Aber mit Swiftness Potion sollten wir da eigentlich durchhalten können. Ich will jetzt ja von den Kleinen genau gerne getroffen werden, weil dann kriegen wir Mana-Auffüllung dadurch. Und da liegen noch Sterne. Sweet. Genau, sie ist ein Stück näher ran, damit ich die dahinter wieder sehen kann. Ich weiß, worauf ich schießen muss, damit wir tatsächlich Schaden an der Wall selbst machen. Und wir haben sie. Sweet. Ich finde es übrigens eine sehr gute Sache, dass die Sachen jetzt in der Treasure Bag droppen. Das macht das immer sehr, sehr angenehm. Admiral Magma Stone, was war das denn? Connor the Guide has left. Oh, wir können das also nochmal machen. Das war das Ding, richtig. Und was kriegen wir hier raus? Sorcerer's Seal und die Clockwork. Oh, die Clockwork schon mal. Ist ja schon mal ein Anfang. Aber halt immer noch das. Wobei, zur Not habe ich das durch in einem anderen Welt noch rumfliegen. Kann ich mich das zur Not daher holen oder halt einfach noch ein paar Mal machen. Ja. Das Problem ist, dadurch, dass die jetzt leichter aufgesaut werden, sammle ich sie natürlich auf dem Weg auch auf. Welches Item macht denn das? Das lassen wir mal so lange raus, bis wir da hinten sind. In der Hoffnung, dass da vielleicht noch ein paar liegen, die wir tatsächlich hier liegen lassen können. Um sie dann auf dem Weg hinterher einsammeln zu können. Genau so einer zum Beispiel. Dass wir halt einfach an denen vorbeispringen. Ja, das Problem ist, wir sind hier schon am Ende. Ja. Du weg. So, wir haben ja noch eine Guide-Doll gefunden. Potion sicherheitshalber nochmal anmachen. Kleinen Schatz schon mal beschießen. Ich kann aber auch einfach mal losgehen, ne? Das vergessen.
Am Anfang können wir die ruhig ein bisschen näher rankommen. Das ist natürlich besser, wenn wir zu Rande kommen. Ich schade um die ganzen Mana-Kristalle, die wir nicht kriegen. Wenn wir zu weit weg sind. Aber diese ganzen kleinen Treffer, die wir zwischendurch erhalten, helfen uns halt dabei, Mana wieder voll zu bekommen, obwohl wir nicht viel Schaden dadurch kriegen, was das Ganze halt echt angenehm macht. Und diesmal treffen wir wirklich gut die Wand selbst. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir warten müssen, weil die Klippe dazwischen war. Sie wird zwar schnell, aber sie macht halt echt nicht viel Schaden. Was das Ganze durchaus angenehm macht. So, Treasure Spike wieder bekommen. Auf jeden Fall die Steine hier wegkommen, die sind natürlich in einer echt unpassenden Position. So, dann gehen wir mal hoch. Und schauen mal, was diesmal drin war. Sorcerer's Emblem wieder. Schade. Aber wir haben halt einmal die Rifle schon mal. Ich räume hier mal ein bisschen zu. Wo habe ich die Rifle? Da habe ich die Rifle. Die packen wir hier mal mit rein. Und dann nehmen wir mal ein paar davon und packen die irgendwo oben weiter in irgendeinen Raum und lagern dahin halt aus. Mal, das sind jetzt alles Sachen, die ich hier nicht lagern muss. Ich lasse mir erstmal hier und das Geld bringen wir noch in Sicherheit. Außerdem sollten wir mal schauen, dass der Guide schon wieder hier unten anzieht und nicht da oben. Da brauchen wir ihn nämlich nicht. Hauen ihn hier unten. So, das haben wir wieder drin. Oh, schon wieder fast ein zweites Platinum zusammen. Cool. Ja, den Schützen im Leben noch nicht, aber immerhin die gern schon mal. Und den Plan fürs nächste Mal mehr Seelen sammeln. Damit sehen wir uns dann wieder. Bis dann, meine Freunde. Macht's gut.